Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe Post bekommen und zwar habe ich mir bestellt diese My Surprise Bags. Das sind diese hier und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe das auch auf Instagram geteilt. Ich heiße AiduikP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, dass es diese Bags zu kaufen gibt. In diesem Black Friday Gedönsen waren die nämlich dann verfügbar und die wurden ruckizuck geliefert. Also ich habe, glaube ich, dann ja am Donnerstag oder so bestellt, ne? Und am Samstag sind die angekommen. Heute ist Sonntag, ich drehe das Video und ich versuche es heute noch online zu stellen. Es gab einmal die kleine Box, die S-Box und die M-Box. Und ich glaube, dass die so, eine hat 14,95 gekostet und eine, ich glaube, 18 Euro oder so, also 17,95. Und ich bin einfach gespannt, was drin ist, ne? Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das sind halt so kleine Bags. Ich halte mal diese kleine mal in die Kamera. Da steht jetzt My Surprise drauf. Bei My Surprise, das ist ja eine Homepage, ne? Da bekommt man ja die Pinkboxen, die Insta-Boxen, die Luxury-Boxen, die Barbara-Boxen, Brigitte-Boxen und so weiter, weil die sind ja in einer großen Familie. Und genau, da konnte man auch die ganzen Adventskalender bestellen und so. Ich verlinke euch die Homepage mal unten in der Infobox. Und da haben die auch immer wieder geile Rabattaktionen, dass man ältere Boxen einfach nochmal günstiger nachbestellen kann. Also schaut da gerne einfach mal vorbei. Ich arbeite ja mit den Boxen auch zusammen und ja, genau, war einfach gespannt, was sie dann hier in diese Bags packen. Auch noch eine kleine Bitte an euch, solltet ihr die Bags ebenfalls bestellt haben, schreibt mir gerne den Inhalt von euren Bags in die Info. Nein, in die Kommentare. Genau, so mag wieder. Und jetzt machen wir mal die S-Bag auf. Genau. Ich habe eben nochmal geguckt, die sind jetzt leider schon ausverkauft. Das ging halt super schnell, weil die Leute wahrscheinlich auch, also inklusive mir selbst, ziemlich darauf gehypt waren und wissen wollten, was drin ist. Okay, das erste, was ich hier rausnehme, fühlt sich wie ein Alessandro-Nagellack in Full Size an. Und das ist es auch. Ja, die Farbe ist so ein richtiges Nude. Mokka nennt sich die. Ja, ist okay, ne? Also ich würde sowas wahrscheinlich nicht über alle Nägel drüber machen, weil das bei mir dann tatsächlich etwas merkwürdig aussieht. Aber man sieht sie auch oft bei mir. Ich mache immer abwechselnd, ne? Auch wenn es nur dezente Nuancenunterschiede sind. Das ist übrigens von Essie jetzt aktuell diese Winter-LE, die die haben. Da habe ich mir die beiden drauf gemacht. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass vielleicht in einer Kombi mit einem Weiß oder, keine Ahnung, auch mit einem Rot kann ich mir das gut vorstellen. Also mit irgendwas sehr neutralem in Kombi oder mit was wärmerem. Ich glaube, das wäre eine coole Nummer und dann halt so abwechselnd. So, das nächste, was wir hier drin haben, achso, und ich habe mich auch gefragt, haben wir hier vielleicht Produkte drin, die auch mal in den Boxen drin waren, die wir ja bekommen haben. Und da ich ja wirklich alle Boxen bekomme, kann ich das ja ungefähr so einschätzen, ne? Ob das quasi so eine Art Resterampe ist, weil so haben manche mich auch angeschrieben und meinten, ist das nicht vielleicht einfach nur eine Resterampe oder was meinst du, was da drin ist? Ich sage, boah, keine Ahnung, lass uns mal überraschen, ne? Okay, hier haben wir dann etwas Interessantes drin und zwar von Bella Pierre Cosmetics in Sapphire Blue den Gel Eyeliner. Das finde ich toll. Ich mag eigentlich nicht so gerne diese Gel-Eyeliner, aber ich mag super gerne Gel-Eyeliner in bunt, weil die kannst du super für einen schnellen Augenlook verwenden. Weil dann nimmst du den und machst den einfach unten an deine Wasserlinie und oben an deinen Wimpernkranz und kannst sie dann mit einem Smudger ausmatschen und dann hast du so ein leichtes, buntes Smoky Eye. Machst dann vielleicht noch so eine Schimmerfarbe hier aufs bewegliche Lid und bist dann schon fertig. Also das sieht echt cool aus, kann ich nur empfehlen. Genau, man muss halt nur dann eine gute Qualität haben, damit es auch hält. Heute trage ich übrigens, das ist ein ziemlich intensiver Look, ne? Gefällt mir voll, dieses Lila und dieses das ist aus der letzten Too Faced, also 2019er Winterkollektion, dieser Stern, ne? Da habe ich mir heute mal so ein bisschen Rampampam auf die Augen gemacht. Aber wir gucken uns mal den hier an. Das finde ich nämlich sehr interessant. Also ich habe blaue Eyeliner, definitiv. Ich habe sowohl Liquid-Viecher als auch so zum Malen, aber der sieht sehr interessant aus. Und ja, das ist halt die Spitze. Den muss man halt manuell anspitzen. Also das kannst du nicht hochdrehen, das musst du wirklich mit einem Anspitzer anspitzen. Da geht dir vielleicht ein Anspitzer auch mal ein bisschen stumpf durch, weil es Plastik ist, darf man nicht vergessen. Oh, der malt aber gerade voll gedrückt und es kommt einfach mal nichts. Okay. Hallo. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob da die erste Schicht von ab muss oder so. Aber die erste Schicht lässt sich gerade sehr schwer abmachen, weil das krümmelt auch. Ich mache hier euch mal bei dem Swatch auch ein paar
Krümelse mit dran, dann seht ihr das, ne? Da muss man schon sehr rubbeln, was ich jetzt bei einem Eyeliner etwas schwierig finde. Ja, mal gucken. Also, das wäre ja ein bisschen blöd, ne? Wenn der jetzt irgendwie zu eingetrocknet ist oder so, weil den schwarzen, den ich davon habe, den finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber gut, naja. So, dann habe ich hier, also das ist jetzt hier das dritte Produkt, was ich rausziehe. Ja gut, Mercy Handy Love and Hand Cleansing Gel. Das kann man wirklich gut gebrauchen. Ne? Das hat man immer mal wieder in der Tasche mit dabei. Eine Zeit lang wurden wir damit ein bisschen überflutet. Dann kam Corinna und auf einmal gab es die ungefähr gar nicht mehr in irgendwelchen Boxen. Jetzt haben wir die in der Surprise Bag mit drin. Ja gut, ne? Kannst du für zwischendurch einfach mal verwenden. Ja, mittlerweile habe ich da Verwendung für. Damals war das so, dass ich gesagt habe, das brauche ich eigentlich nicht. Okay, jetzt habe ich hier das vierte Produkt und das dürfte dann auch das letzte sein, weil dann ist die Tasche leer. Von Melusine Paris. Und da ist dann entweder ein Gua Sha Stein drin oder so ein Jade Roller. Und dann ist es wirklich so, dass es Produkte waren, die irgendwo auch schon mal in Boxen mit drin waren. Ja, den Jade Roller. Das ist dieser hier, ne? Ah, das ist jetzt hier in Luftpolsterfolie. Aber ich will es auch nicht aufmachen, weil ich möchte den dann gerne irgendwie zu Weihnachten oder so weiter verschenken. Ne? Denn heute kommen die letzten eBay Adventskalender und danach werde ich wahrscheinlich auch so Weihnachtspakete packen. Ne? Sucht einfach nach CP1711, dann findet ihr vielleicht das ein oder andere Mal, wenn ich was online stelle. Genau, und ja, das ist ein Jade-Roller. Sehr hochpreisig, sehr hochwertig, hat so, sogar einen Jade-Griff. Ne? Also ich habe auch einen bei mir tatsächlich, den hatte ich in der Goodiebox, glaube ich, mal mit drin. Den finde ich ganz schön, der gefällt mir und den verwende ich ab und an mal, wenn ich dann meine Reste von Gesichtsmasken so einarbeite oder so. Aber für Serien bin ich zu faul, um dann jedes Mal einen Roller zu verwenden, weil das dauert halt ewig und 3 Tage so ungefähr. Aber gut, ja, das waren jetzt 4 Produkte. Ich hatte eigentlich in meinem Hinterkopf, dass da 5 drin waren, aber ich kann mich auch irren. Kann sein, dass 4 in der S drin waren und 5 in der L oder M. Jetzt kommen wir nämlich zu der M. Und die M ist ganz schön groß. Oh, hier haben wir auch wieder so ein eckiges, großes Vieh drin. Mal gucken. So süß verschlossen mit einem Schleifchen, ne? Ach, Mensch. Ja, aber ich sag mal so, Wert, also preis-leistungstechnisch hat sich das auf jeden Fall gelohnt, ne? Denn allein der Jade-Roller kostet, glaube ich, 25 Euro oder so. Deswegen... Preise muss ich gucken, ob ich welche rausgesucht finde. Manchmal ist es halt schwierig, weil bei den Beautyboxen ist es immer so charmant, da steht es bei. Ich durchstöber das World Wide Web, um da was zu finden. Meine Herren, da waren gerade 3 Knoten und eine Schleife drumherum. Okay, ich nehme jetzt erstmal das Größte hier raus. Und das sind Strohhalme. Ach guck, und da ist ein Band irgendwie, was ich da... weg. Ja, die hatten wir auch schon mal in der Box mit drin. Ich glaube, das war die InStyle oder die Barbara Box. If life gives you limes, make margaritas. Also wenn das Leben dir Limetten gibt, mach Margaritas draus. Das finde ich auch ganz nett vom Spruch her. Ich glaube, das war echt in der Barbara Box in der Sommeredition, ne? Meine mich da erinnern zu können. Haben wir tatsächlich auch in Anwendung. Also gerade wenn ich jetzt so diese Drehtage habe, wo ich dann auch richtig viel Lippenkram trage oder wenn ich die Adventskalender ausgepackt habe, konnte ich natürlich nicht so aus Gläsern oder Flaschen oder so trinken. Da waren dann Strohhalme für mich auch echt ein Strohhalm, den ich gegriffen habe, um das mal so zu sagen. Und ja, die finde ich ganz nice. Hier hast du 1, 2, 3, 4 drin und so ein Pfeifenputzer, beziehungsweise in dem Sinn ist es dann ja ein Strohhalmputzer. Genau, jo, ist auf jeden Fall eine praktische Geschichte, ne? So, ah, hier haben wir ein bisschen mehr drin. Das hatten wir auch in der Box drin, ja, das ist dann wirklich, dass wir halt Resterampe-mäßig. Es ist halt so ähnlich wie der Glossy Sale oder so, wo die dann ja auch Sachen zusammenpacken und dann Boxen verschicken. Ist dann die Frage, was lohnt sich mehr? Genau, hier haben wir nämlich von Et Rebelle Kiss Me Long Lasting Lip Color. Das ist dieser hier. Den hatte ich in der Box in der Insta... Ach Quatsch, in der Pink Box war der drin. In so einem ganz krassen Pink. Und ich habe jetzt hier die Farbe 04. Kann ich jetzt auf die Schnelle meinen sehen, ja. Und den hatte ich mit drin. Ist meiner gewesen. Das war übrigens meine Hüfte, die gerade geknackt hat. Ist gut, ne? Also nicht dieses Ratschen, das war erst hier mein Stuhl, aber danach hat es geknackt. Das war meine Hüfte. Ich bin im knackigen Alter. Und ich hatte die Farbe 01 in der Box. Ja, das hier hätte ich wahrscheinlich direkt weitergegeben, weil ich habe genug in der Farbe. Aber die Farbe habe ich halt gefeiert, weil die halt so intensiv ist. Jo. Ich kann
kann euch übrigens gerne, wenn ihr möchtet, meine Lippenstiftaufbewahrung unten in der Infobox verlinken. Das ist einmal so ein ganz normaler Halter für Liquid Lipsticks und das ist so ein Turm zum Drehen. Feier ich hart. Genau. Das nächste, was ich hier drin habe, ist etwas von Tease. Das hatte ich natürlich auch mit in der Box. Gold Flake Top Coat. Ach, ist das für die Lippen oder ist das für die Nägel? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also ich meine, dass wir sowas letztens auch hatten. Golden Dragoon ist hier die Farbbezeichnung. Goldener Drachen vielleicht? Ja. Mhm. Head Over Heels. Das ist ein Topcoat für Nägel. Genau, den hatte ich auch schon mal. Den habe ich dann irgendwann... Habe ich den noch oder habe ich den weitergegeben? Weiß nicht, da entstehen nämlich meine Nagellacke. Ich glaube den... Nee, aber nicht ganz so, ne? Der sieht eigentlich ganz geil aus. Weil der hat so richtige Gold Flakes. Seht ihr das? Das sieht schon cool aus, ne? Also ich kann mir das sogar vorstellen, das über so einem Nagellack wie hier auf meinem Zeigefinger nochmal drüber zu machen. Ich glaube, das sieht ja cool aus. Komm, ich mache den jetzt hier einmal über einen Finger drüber. Dann können wir uns das mal angucken. Ja. Nehmen wir den Mittelfinger, was soll's. Oh. Da muss man halt tupfen, damit man da auch was drauf kriegt. Aber das sieht ja scharf aus. Guckt euch das an. Also auf dem Mittelfinger habe ich es jetzt drauf gemacht. Dann seht ihr, dass wie das quasi mit diesen Flakes aussehen würde. Sieht man das? Ja, ne? So sieht man das. Und auf dem kleinen Finger als Referenz wäre das dann quasi ohne. Das sieht sehr, sehr schön aus. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit ist es eine echt scharfe Nummer. Mensch, das gefällt mir. Das finde ich hübsch. Sieht aus, als hätte man dann so richtig Blattgold darüber gemacht, ne? Cool. Ja, das ist eine nice Geschichte. Aber dann halt wirklich eher so über grünlichen, gelblichen Nagellack verwenden. Und dann sieht das voll fancy aus. Den feiere ich. Das finde ich nett. Okay, jetzt habe ich einen lackierten Finger und muss aufpassen, dass ich den nicht irgendwo dran ratsche, ne? Als nächstes habe ich hier noch was für die Hände. Oder was ist das? Nee. Von Polar Eclat Boreal à l'Olivier de Sibérie. Also quasi mit sibirischer Olive eine Smoothing Cream, also quasi eine beruhigende Gesichtscreme. Das ist auch wiederum ein sehr, sehr teures, hochpreisiges Produkt. Da sind jetzt drin 25 Milliliter. Ich habe bislang die Cremes von Polar leider nicht so gut vertragen. Ne, also das hat bei mir irgendwie nicht funktionieren wollen. Meine Haut mochte die nicht, keine Ahnung. Aber das ist eine Sache von meiner Haut und den Produkten. Ne? Andere haben mir geschrieben, dass sie die richtig, richtig gut finden. Also von daher, da gehen die Meinungen auseinander. So, und das letzte Produkt, und da haben wir jetzt aber 5 oder 6 drin gehabt, ist von Mercy Handy eine Love and Hand Cream und da sind 30 Milliliter drin. Genau, die kann man auch halt sehr, sehr gut gebrauchen. Ne? Also das sind schon Produkte hier drin, wo ich nicht sage, oh mein Gott, wow. Wobei, ne, wenn man jetzt theoretisch bei der S-Box hätte man wahrscheinlich zu dem Jade-Roller wow gesagt. Es sei denn, man ist so crazy und hat halt 1000 Boxen, die einem da irgendwie monatlich eintrudeln. Genau. Und ich würde sagen, bei der L-Box ist es dieser Tease-Top-Coat, der mich echt flasht, den ich richtig schön finde. Und erst habe ich drüber nachgedacht, ach, brauche ich den überhaupt? Ja, ich brauche ihn safe, weil ich ihn so schön finde. Oh mein Gott. Ja, und ansonsten, wir haben dekorative Kosmetik drin, wir haben ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Pflege, ein bisschen Tools. Finde ich eigentlich ganz nett, ne? Ob sich das jetzt mehr lohnt als bei Glossybox, keine Ahnung. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ich fand die Produkte eigentlich ganz brauchbar. Bei dem Eyeliner muss ich gucken. Ich hoffe, dass er nicht so trocken bleibt, ne? Aber egal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!